Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal meine Top 3 YouTuber, die ich gerne gucke. Die drei Kanäle, die unterscheiden sich alle sehr voneinander, also die sind alle in drei unterschiedlichen Bereichen. Einmal habe ich da den Kanal What's Inside. Der Kanal ist sehr gut, wie ich finde. Das ist ein Amerikaner mit seinem Sohn und die machen, ja, die zeigen halt so Sachen wie zum Beispiel Flight Recorder, Blackbox und sowas, ne? Und zeigen halt, was da drin ist. Die sägen halt wirklich alles auf, was man so in die Finger kriegen kann. Kann ich eigentlich sehr empfehlen. Ist sehr interessant, der Kanal. Und ja, das wäre der eine. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Es lohnt sich wirklich. Also zum Beispiel hier, die haben sogar ihren Play-Button, haben die sogar aufgesägt und geguckt, was da drin ist. Und ja, also jede Menge geiles Zeug gibt es da. Also wir sägen wirklich alles auf, was so gibt. Einfach mal da vorbeischauen. Als zweiten Kanal habe ich den Kanal von Kai Sackmann. Der macht Outdoors, Survival, Bushcraft und sowas. Also der macht auch wirklich sehr gute und aufwendige Videos. Also die gucke ich auch wirklich sehr gerne, wenn der unterwegs ist und so. Also er ist meistens alleine unterwegs und macht halt wirklich sehr aufwendige Kameraführungen. Das heißt, er stellt sein Stativ mit der Kamera irgendwo hin und ist zum Beispiel mit dem Boot unterwegs, also mit so einem Paddelboot. Und fährt dann wirklich flussabwärts und lässt die Kamera oben stehen und schneidet das dann halt so aufwendig zusammen. Also der paddelt dann wieder zurück, holt die Kamera wieder und also wirklich sehr aufwendig und wirklich gute Videos und auch sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, den Kanal. Einfach da mal vorbeischauen. Die Links, die tue ich alle unten in die Videobeschreibung. Ja. Dann kommen wir zum letzten und das ist der Kanal Mythenmetzger. Wie der Name schon sagt, macht er sehr viele Videos über verschiedene Mythen und hat sehr viele Infos zu den einzelnen zusammengesucht und packt das wirklich alles in ein Video. Also es ist teilweise wirklich sehr interessant. Er hat auch eine Kategorie, die nennt sich Crime. Da kommen dann irgendwelche Kriminalfälle. Zum Beispiel hatte ich letztens ein Video gesehen, das war von dem Kannibale von Rothenburg. Das Video war auch ab 18, also nicht ohne Grund. Weil die Bilder teilweise, es waren mehr Nachbildungen, aber trotzdem muss das halt ab 18 gekennzeichnet werden bei YouTube. Also war schon ziemlich heftig, auch die ganze Story. Also das kann ich auch nur empfehlen. Einfach da auch mal vorbeischauen. Die Links werde ich alle unten in die Beschreibung tun. Ja, und dann war es das erstmal wieder für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.